So, geht weiter. Zweiter Heat der Frauen hier beim Rider of the Year Contest 2021 in Ort am Hafen. Kaya Lehmann fängt an aus Kopenhagen, kommt bis hier links mit dem Ozone 7er Kite. Die Mädels sind größtenteils auf 7 unterwegs. Runde 3. Kaya von Oha. Kaya One Foot Back Roll mit Barspin, nicht schlecht. Echt kontrolliert. Super kontrolliert und stylisch, das Ganze. Besser hätte man ihn eigentlich nicht machen können. Aktuell Wertung hat sich aufgrund des starken Windes geändert. Und zwar haben wir jetzt 3 Tricks, die in die Wertung eingehen. 1 Freestyle-Trick und 2 Big Air-Tricks. Sehr schön. Und somit hat Kai auch schon einen Big Air-Trick in der Wertung. In der Tasche. In der Pocket. Grünes Licht für Nina. Boah, beinahe Tangle da rechts. Zwischen Nina und irgendwem. Also schon Rivalität. Nina Svenja. Oh, Nina kommt hier von rechts. Hakt sich noch aus, guckt, dass sie den Freestyle-Trick kriegt und kriegt sie in Aspen. Sehr schön und kontrolliert. Ein Frontroll gestreckt. Sehr schön und somit hat sie auch ihren Freestyle-Trick in der Wertung. Oha, Alter, kommt der gebrettert. Hier kommt einer gerade richtig angeknallert. Was macht der jetzt? Ja, jetzt! Ich hab's gerade auch am Rayleigh erkannt. So, Svenja, Backroll, Toeside, One Foot. Das, den Fuß natürlich aus der Schlaufe nehmen in der Luft. Zeugt von Kontrolle und gibt somit mehr Punkte. Not bad. Als nächste ist Alina Cornelli. Wartet schon ganz rechts an der Mole. Kite-Position ist höher. Hier sieht man Kaya Lehmann und im Hintergrund Alina am Warten, wartet auf die grüne Flagge. Sympathisch, oder? Sympathisch. Ein 13er Kite. So. Grüne Flagge ist oben für Alina. Erster Trickversuch im zweiten Heat. Jetzt gar nicht so viel. Perfekt für Spielflagge. So, jetzt hat sie guten Druck. Zu guten Druck. Links immer zu guten Druck. Pfefferzeit immer richtig zu gut, rein. Um Trick zu machen. Ja. Es war einfach zu perfekt. Nee. Coaching kommen hier. Wenn du so einen Big Air-Trick Sinuskurve fliegen musst, dann. Das ist dumm. Dann wäre das eine. Mach den. Oi! Ui. So, Alina kommt hier jetzt vorgeheizt. Linker Fuß vorne. Und macht jetzt 1, 2. Double Front Roll. Vertikale Drehung hier.
Doppelte Vorwärtsrotation. Also die Triple hat 2 gegeben, du musst die ein. Oder ja? Das heißt, du kriegst die eine, dann können wir die. Ja, jetzt könnt ihr jetzt suchen, jetzt ist sie drin. Muss ja auch nicht gehen. Als nächstes wieder Kaya Lehmann. Fährt hier von rechts an. D-O-U-B-L-E. Du musst noch einmal aus dem Kreckschild fahren. Okay. Aber da fahren viele Boote. Drin, ne? Ja. Hier? Jo. Okay, so die Fahrt hier rum. Grüne Flagge jetzt für Kaya Lehmann. Aber wie ist es jetzt genau? Zählt das der Lied überhaupt? Das ist nur die Reihenfolge fürs Finale. Das ist die Reihenfolge fürs Finale jetzt gleich. Also ist eigentlich egal, was jetzt passiert. Ja. Du willst es? Also nicht komplett, nicht komplett egal, aber also nicht komplett. Es entscheidet nicht, ob du gewinnst oder verlierst. Beim Land der Kaya ist jetzt. Nein. Ja. Leider Crash hier von Kaya Lehmann im Hintergrund. Aber dann werden die Haare nass. Noch trocken. Wenn du so eine Triple Frontal machst, dann brauchst du die nicht so eindrehen. Hätte das jetzt gehalten, das hätte mich jetzt aber auch, also, das wäre jetzt auch krass gewesen. Ja. Warte mal, das war ein Nina hier jetzt links, springt ab, board off, no foot, crash. Leider nicht gestanden hier von Nina. Wer kommt jetzt? Den board off. Als nächstes Svenja. Immer noch mit 7er North Orbit. Sind da hier eigentlich? Nee, nee, den laden wir dann später. So, jetzt Svenja hier von links mit dem 7er North Orbit, springt hoch, Kite Loop. Crash. Leider. Ach du Scheiße, warum denn schon wieder so eine Scheiße? Oh Scheiße, das sieht nicht gut aus. Ist hier am Schreien. Meistens irgendwas mit den Beinen. Sie hatte vor ein paar Tagen ihr Fuß oder Knie verletzt, ich weiß nicht. Oh Mann, hat eine ganz schön harte Landung gehabt. Ist immer problematisch für die Knie und allgemein die Gelenke. Du bist hier Leo und ich bin jetzt vorne wohl. Überredet, weil du so lange dich nicht. Der wollte jetzt aber freiwillig. Hä, brauchst du doch. Weiter geht's hier. Weiter geht's. Alina mit ihrem Trickversuch, ihrem nächsten. Am besten sollst du raus. Max Weisel leider im Bild kurz. So, fährt jetzt hier mit ordentlich Speed an uns vorbei. Wenn hier jemand durch Line fährt, dann sind wir an Line kaputt. Ist das safe? So, Alina jetzt. So, Alina als nächstes hier. Linker Fuß vorne, hakt sich aus. Nope. Angetäuscht. Okay.
bin dem. Alina jetzt direkt vor unserer Schnauze. Shifty rappt. Nice. Clean. Ah, kalt bisschen hoch bei der Landung. Aber ganz safe gelandet, das Ganze. Da hat sie gestanden. So. Als nächstes wieder Kaya Lehmann. Kaya Lehmann kommt zunächst. Nice. Clean und safe. Safe. Der sitzt. Ich weiß. Bam. Alter, was ein Bail hier rechts. Der Typ ist so geil irgendwie, der ist wie so ein Cannonball. Hier, Backroll, no foot. Ah, leider Crash. Schade, ey. Ja, haut ihn aber auch. Wir machen jetzt zwei Bigger-Tricks, oder? Ja, zwei Bigger-Tricks, ein Freestyle-Trick. Keinen Freestyle-Trick hast du. Da machst du jetzt einfach so eine vierfache Tornado Front Roll. Ne, das war eine doppelte. Oder eine vierfache. Du hast eine doppelte gemacht, keine vierfache. Heidu bringt mehr. Hast du gehört, Connelly? Ja. Weiß Nina überhaupt, dass sie dran ist? So. Hakt sich aus, Nina. Frontroll Toeside. Anhuckt. Ganz smooth. Johnny ist ganz angetan. Johnny, was hält der Judge davon? Ich halte davon einiges. Potenzial nach oben. Ja, haben wir gehört? Frontroll Toeside. Als nächstes wieder Alina Connelly. Steht hier vorne und spielt noch am Seegras rum. Macht sich mental schon mal bereit für ihr nächstes Manöver. Johnny, das ist wie der erste Verse. Ja, ey, wenn es darum geht, Menschen zu retten, bin ich mir ganz oben dabei, ne? Wir gehen gleich dicht, wenn man am Strand hat. Hä? Echt? Dicht, wenn man am Strand hat. Ja. Wer denn? Also, wenn ich. Tobi, wenn, Hand. Ihr müsst euch wissen. Wenn ich so einen Schrei abgebe, ja, dann bin ich quasi halb tot. Ja, ach was. Das heißt, da müsst ihr auch schon vor dem Schrei müsst ihr eigentlich schon. Ja, deshalb, das war auch berechtigt. Wenn wer schreit, finde ich auch immer Sketch. Wenn ich schreie, ist auch irgendwas durch. Wer fährt? Wer ist Svenja? Aber schreist du, ich bin immer eher so der Stimme, der dann so. Also, ja, ich wenn bin, irgendwas im Arsch ist. Keine Ahnung, ich würde auch ruhig bleiben. Aber ich glaube, wenn ich dann irgendwie so Knochen rausgucken würde oder so. Da schreist du aber nicht, da bist du in Schock. Da bist du nur so, holy fuck. Holy shit. Jetzt war aber hart. So, jetzt Alina hier, Full Speed. Sammelt noch einen Big Air Trick. Kite geht hoch und Kite Loop. Boah, auch nur aufgrund der Boots landen können. Da kam ganz schön viel Gehkraft zusammen. Ja, ich auch nicht. Ja, auch. Also. Ich sehe halt auch die ganze Zeit nichts auf der Kamera. Ist so hell hier. Kamera ist scheiße. Vier Zeilen über den Gesamtscore. Diese Wasserwagenlinie irritiert mich auch die ganze Zeit voll. Das muss ich hier aufstehen. Hunger habe ich. Was zu essen, Johnny? Ich will mal die Decke schauen. Wenn nicht so viel Wasser drin ist, dann ja. Aber
zwischendrin ist hier einmal so. Komm, nicht. Da. Deckel für deinen Arsch. Ja, aber irgendwann wird es einmal ein bisschen tiefer in der Stelle. Jetzt als nächstes ist wieder Feier. Also man kriegt auf jeden Fall immer hin, dass man den Boden berührt. Okay. Willst du ja. Habt ihr es drin? Ja. Komm hier oben. Da magst du ja auch noch ein bisschen größer als du. Eigentlich gehen wir ganz direkt hinter dir. Magst du das ja auch noch ein bisschen größer? Wer kommt jetzt? Alina. Also zu uns. Als nächste Kaya Lehmann. War das dein erster Kai Du gerade? Ich hab schon mal einen. Habt ihr gesehen? Ja. Ready Toast, Ready Separate Cup, ne? Nicht. Warum nicht? Hast du schon den Trick? Oh, das wäre natürlich fatal. Da will ich mich auch nicht verletzen. Oh. Ich würde sogar noch zum Euro machen. Kann ich gerade nicht. Ich bin sogar zum dritten Mal noch reinlaufen. Aber diesmal willst du der Erste sein. Johnny rettet immer die ganzen Girls aus dem Wasser. Ah, stimmt. Aber wäre es ein Girl gewesen, hätte er es auch gerettet. Der kleine Fee, der hat sich gerade richtig hart. Ja. Ich hab's gesehen. Ja. Können soll ich jetzt, oder? Ja, willst du? Ich probier das. Geil. Wer ist denn dran überhaupt? Nun Max Weisel an der Kamera. Max Weisel, Local Hero jetzt an meiner Seite. Alina kommt hier jetzt gefahren. Weisel hat sie drauf. Nee, noch ein Versuch danach. Letzte Runde gleich. Wenn Alina durch ist, letzte Runde. Irgendwie... Krass, ich darf mit der Ready Surface nicht mehr Punkte. So, Alina jetzt. Ihr letzter Big Air Trick. Eben noch ein Kite. Ach, Freestyle sogar. Nice. Aspen. Schön kontrolliert. Oh, 7er ist immer hart beim Freestyle. Aber sieht gar nicht umso so kleiner die Kites, desto schneller und rapider. Wenn du das nicht besser hinkriegst, wenn ich das Mikro dir nur hinhalte und du filmst und redest gleichzeitig? Ja, also ich kann halt beides. Ja. Dieser arme Kite, ne? Tobi, geh rein. Auf gar keinen Fall, ich muss hier arbeiten. Hier wird gerade für Naturschutz gesorgt. Kaya ist als nächstes hier gerade vor uns im Bild. Hose und Kite fährt sie, der blaue, 7er. Ich bin jetzt Moderator und an der Kamera gleichzeitig. Mal gucken, wie das klappt. Bin in der Regel nicht gut in... Oh, Alter, was geht jetzt da? Ich bin der Letzte, der das tun würde. Ja, du hältst mir das Mikro fast in den Mund. Kaya jetzt hier. Board of Backroll gestartet. Schade. Popzoom. Die Lichtverhältnisse sind schwierig, sehe ich hier gerade. Wir haben starkes Gegenlicht. Alina Cornelli. So, Alina Cornelli jetzt. Hier ganz schön schwitzig. Hackt sich aus. Boah, Kite nach oben. Rappt! Yeah, nice! Alter! Extrem late mit Kite oben noch zu Rappt gedreht und gestanden. Ich würde sagen, Rappt landen kann das Mädel. Nicht schlecht, Frau Cornelli. So, das war der zweite Heat der Frauen. Wir sehen uns gleich im Finale wieder. Der war mega nice. So, wir sind jetzt hier im Frauenfinale des Rider of the Year Contest 2021 an der Orter Hafen Mole auf der Sonneninsel Fehmarn. Erster Trick hier wird gerade performt von Svenja. Ein Backroll mit Grab. Eine Backroll mit Grab. So. Erster Trick hier im Frauenfinale. Im Frauenfinale fahren vier Frauen mit. Die von vorhin. Nee.
als nächstes. Habt ihr drin? Ja. Okay. Flagge ist rum. Als nächstes wer? Ich bin der Größte von Max. Danke. Wer ist jetzt dran? Als nächstes kommt Nina hier von rechts. Linker Fuß vorne. Schön angepowert, pop und zack. Was ist da passiert? Wie der ging, war eigentlich gegen jegliche physische Gesetze. Physische Gesetze, wollte ich gerade sagen. Was auch immer. Die Chance, den zu landen, war auf jeden Fall sehr klein, aber sie hat es geschafft. She made it. She did it. Holy damn. Als nächstes kommt Kaya Lehmann aus Kopenhagen. Hier. Mit dem weißen Helm und dem 7er Ozone Kite. Die Mädels sind auf 7 unterwegs, Nina auf dem 8er. Team. Jetzt geht der Wind gerade wieder einen Tick mehr ab, denke ich. Erste Bier schon weg. So, Kaya jetzt. Unhook, Rayleigh. Rayleigh hier von Kaya. Vor uns. Parallel zur Mole. Das ist perfekte Bedingung. Es ist warm, es ist piwarm. Es ist sehr windig. Es ist pure Freestyle-Flachwasserbedingung hier hinter der Mole in Ort. Wir haben Ostwinde. Das bedeutet, wir kiten an der Westseite von der Mole. Alina Cornelli jetzt mit richtig Volldampf jetzt. Ordentlich Speed hat sie. Hakt die sich mit so einem Speed aus, ist die Frage. Ist jetzt schon recht weit links? Nope. Ich fahre dann einmal die Sachen holen. So, Alina will nach links springen, wendet noch einmal, nimmt sich die Zeit, die sie hat, ist ja auch mehr als in Ordnung. Und 1, 2, 3 und Crash. Schade. Zählt noch als Buttcheck, höre ich hier gerade. Buttcheck hier von Alina bei einer Triple Front Roll. Auf jeden Fall sehr interessant, weil die meisten leiten die Frontwheel-Rotation immer direkt nach dem Abspringen ab. Oh, kleiner Olli. Aber Alina hat die hierbei recht spät eingeleitet. Ist natürlich auch mal was Cooles, ist abwechslungsreich. Hot Bob-Check. Oi! Hast du den Rayleigh von Svenja? Rayleigh von Svenja. Ja, richtig sauber und solide gelandet. Good job, Svenja. Svenja, guter Rayleigh hier mit dem 7er North Orbit. Schön gemacht hier. Oh ja. So, jetzt hier. Er wieder. Bei einem Cannonball. Boah, Alter. Wow, oh, und der Backstall. Der Fuel ist nicht ganz gecharged. So, Svenja, schöner Rayleigh hier. Und jetzt als nächstes Nina von rechts. Und Nina baut ordentlich Speed auf. Und geht nach oben, ab in die Lüfte. Basissprung hier. Cleane Landung mit Landeloop und Transition. Ja, ich moderiere immer. Alles. Ich übernehme das jetzt. Olympia 2024 in Paris. Wir sind dabei. Als nächstes hier. Kaya Lehmann von links. Immer noch blauer Ozone 7er Kite. Enduro oder wie heißt der? Ja. Heißt oh, der echt? Da kommt die Böe. Die hat Druck. Die hat Druck. Die hat Speed. Die geht in die Backroll. One foot. Basman clean. Nice und clean gelandet. Sehr, sehr schönes oder? Ding. Mit Barspin und One-Handed. Okay, das ist wirklich krass. Bedeutet, überlegt mal, Grab am Board und dann auch wieder an die Bar fassen, um die Bar zu drehen und wieder aufzufangen. Richtig rum. Versteht sich. Das muss man erstmal schaffen. Multitasking. Nicht leicht, nicht leicht. Während man sich
rückwärts rotiert. Multitasking. Als nächstes Alina Connelly hier. Kornelski. Kommt hier mit rechts vorne. Angeknallert. Freestyle jetzt hier von Alina. Shifty, mach ihn noch zu Rap. Schade. Einfach Rayleigh. Da kam der Wind wieder rein. Wollte sie zu Rap machen, hat sie nicht gemacht, aus Versehen. Oh. Schläft? Supi. Echt? Holy. Ja, Inga, die ist vorbereitet, sag ich mal so. Oh, Timo Riemschneider. Da hinten am Lupen. Late Back Roll. Ah, wer war das? Ist der runtergekommen? Die kriegt den Kite irgendwie ganz weit hinter sich. Oh, aber alles gesaved. Nee. Den musst du rumziehen. Den musst du zu Rap ziehen. Ja. Natürlich. Alina, den vorhin hast du auch rein. Ja, du musst den Kite dann runterfliegen und das Ding zu Rap ziehen. Hier, Svenja jetzt. Backroll. One Foot. Die war, das war ein One Foot. Der Fuß war draußen aus der Schlaufe. Der war Backroll One Foot. Hat sie safe gestanden. Schön viel Speed. Leider nicht die Höhe, um den One Foot voll auszubauen. Der Sport ist aber natürlich sehr wetterabhängig. Dementsprechend kann es immer sein, dass der Wind mal schlecht ist, mal gut ist, mal zu doll, mal zu wenig, mal zu böig. Von daher ist es immer schwierig, eigentlich Kiter miteinander im Contest zu vergleichen. Ja, geht aber jetzt hier. Ja, Double Backroll. Leider nicht gestanden. Zum Glück keine Boots an, weil sonst gäbe es Kopfschmerzen. Das wäre eine amtliche Backedge gewesen. Kaya Lehmann jetzt wieder als nächstes im Finale der Frauen beim Rider of the Year Contest. Ich? Nee, eigentlich nicht. Ja, das ist die Seeluft hier. Das ist die norddeutsche Seeluft, die hier mir an den Beinen klebt. Ich glaube, ich schwitze jetzt echt. Das ist hier mir viel zu viel Action hier. Ich komme da gar nicht mit. War Kaya jetzt hier von rechts. Red Bull hit it different und dazu noch Frauenfinale. Krasser kann es gar nicht gehen hier. Jetzt Kaya! Hakt sich aus. Rayleigh Toeside Crypt. Jo. Sicheres Ding. Wollt eventuell noch einen Surface Pass hinten ranhängen, aber hat so auch gepasst. Ist das Lauritz? Ich kann es nicht beurteilen. Der hat wieder einen anderen Kite. Und eine Banane. Lauritz Wietüchter hier. Gestern schon gefahren. Jetzt mit anderem Kite. Von wem hat er den denn schon wieder? Mach mal Backmob. Mit Banane. Ich glaube vom Papa. Nina? Ist das deine Maske? Nina oder wer? Oder Alina? Alina Connelly. Jetzt geht sie in die Offensive. Schade. Leider nur angetäuscht. Gefälscht. Weiter geht's. Nach links, linker Fuß vorne. Eventuell spontan vielleicht doch ein Trick nach links. Nee. Lässt sich Zeit. Haben die Rider auch hier? Jeder hat seine Zeit, jeder darf fahren. Johnny wird hier eingeladen. Die Holländer haben mich gesucht. Tahiti oder? Nee, ich geb das. Alleine? Ich glaube ja, von 6 Leute, ich muss hier alleine. So, Alina jetzt. Hakt sie aus. Shifty rappt, hat sie safe. Der Kite ist immer ein bisschen hoch bei der Landung. Aber sie kann man auch dran fallen, aber safe ist die Landung auf jeden Fall allemal. Und vorhin hat sie natürlich einen Banger rausgehauen, indem sie sich wirklich in allerletzter Sekunde nach einem schönen hohen Rayleigh to Rap gedreht hat. Vierte Runde. Wer ist dran? Als nächster Nina. Nee. Gar nicht wahr. Svenja, ganz links. An der Mole. Startet los nach links, falsche Richtung. Komm her, Svenja. Johnny, bist du bei Hidi diese Woche? Was? Bist du bei Hidi? Also ich bin nicht bei denen in der Schule, ich mache uns den Kite-Bond. Aber wenn du in Wolken bist, dann bist du direkt bei Hidi. Ja. Und bist du nicht bei Ryan? Ja, bei Ryan. Nee, die ist noch woanders.
So, jetzt Downwind fahren, aushaken. Oh, leider Crash hier, Rayleigh-Versuch. Oh, der hat noch Spannung, nee. Leider Crash. Die Schlaufen eventuell noch einen Tick enger stellen. Sondern immer aufpassen, kann natürlich auch gefährlich sein, wenn die Schlaufen zu locker sind. Oh, Alter. Alter, ganz schön hoch, oder? Lorenz kommt immer ganz schön hoch. Aber Nina hat keinen Platz, das ist natürlich Disrespect. Mitten in der Competition Area jumpen. Ach, ich hab ja sogar einen Hut, Mensch, diese Sätze hier nicht aus. So, kantet an, Backroll. Anhook Backroll mit einem 7er Kite. Beachtlich, die Kites sind ganz schön schnell bei so kleinen Größen. Oh! Da hinten, oh! Yo! Fetter Boogie Loop im Background. Background Boogie von einem random Stranger hier an der Mole. Krasser Sand auf jeden Fall. Grün ist oben. Leider Bell. Oh, ist ja noch, ziemlich knapp, ne? Ziemlich nah beieinander hier. Sag das mal Alina. Nee. Alina ist ziemlich knapp. Ich glaube, du musst auch ein bisschen was raushauen. Es ist nicht, gelogen. Ist nicht gelogen, Alina. Zeig mal was. Oh, Rayleigh blind. Ah, schade. Von Kaya Lehmann hier. Oh. Schade. Leider den Kite etwas, aber es ist schwierig mit diesen kleinen Kites. So, jetzt Alina Cornelli. Ach so, ja, der war noch beim Sprint von Alina. Der Alina ist jetzt schon. Na, man merkt, der Daddy ist nicht da. Ich weiß nicht, nein. Boah. So, Alina, ordentlich dazugelernt in den letzten Jahren. Mein lieber Scholli, viel in der Race-Szene unterwegs. Hakt sich aus, Aspen. Clean. Könnte man natürlich mit. Die Blindlandung vermisst, wa? Da hat's. Die Blindlandung wäre erwünscht gewesen. Sie war leider nicht vorhanden. Aber der Aspen war clean. Aber ein Fischbrötchen schmeckt auch nicht ohne Brötchen. Okay, grün ist oben. Aber nice. Das nächste Mal too blind. Ja, aber das war halt echt gut. Wenig? Perfekt. Aber die lupen da hinten voll. Alina wiegt halt einfach. Also in der Mitte hier kann man freestylen. Korrekt. So, hier ist wenig. So musst du bei Frauen aufpassen. Denke ich, weil eigentlich verstehst du, bist du doch so ein Frauenversteher. Ach, du hast ja hier wieder, also wo kommst du denn her? Ich bin schon die ganze Zeit hier. Bist schon wieder hier an Johnny Seite. Krass. Krass, einfach krass. Oh, Flying. Und ich bin natürlich auch an deiner. Ja, wir wissen alle was. Ja, ja, ja. So nicht mit mir, nee. Was soll ich denn damit machen? Hallo. Nee. Jetzt geht das schon wieder los. Als nächstes Svenja. Kommt hier von links mit dem 7er North Orbit. Ich muss mich gleich erstmal abkühlen. Ja. Könnt ihr gleich alle einmal baden? Nee. Kiten gleich einmal. Jetzt, hier, one foot. Oi. Oh, Transition. War gesaved, war nicht mal ein Buttcheck. Loose knees save lives. Einfach immer schön nice und mellow in den Knien bleiben, dann kann man auch die meisten Tricks abfedern und landen. Doch, ah ne. Nina ist als nächstes. Steht rechts von uns, zu unserer Rechten. Damn, da ist hier jemand rechts vorgelegt. Echt? Krasser Bail, habe ich gehört schon wieder. So, jetzt geht's weiter hier. Nina von rechts. Wie geht's dem Knie?
Nice. Nicht zu schlimm. Wie viele Runden noch? Von wie vielen? Fünf davon sieben Trickversuchen. Du musst noch zweimal danach. Zweimal und dann ist das Knie auch durch. Aber dahin, bis dahin geht noch. Aber du hast ja fast alle Tricks. Jetzt ist ganz oder gar nicht. Mann oder Maus? Alter, Anuk Frontroll, aber clean. Nee, das war eine Anuk Frontroll. Ich würde sagen S-Bend, eher gestreckt. Oder, nee, S-Bend ist doch eher Rallye und dann drehen. Das war mehr wie der... Aber Bord war relativ gut. Geht's los, Kaya. Hackt sie aus. Anuk Backroll. Die Sonne knallt uns schon seit Stunden ins Gesicht. Es ist wunderschön, klimatisch. Als nächstes Alina Cornelli von Kaya Lehmann aus Kopenhagen, haben wir gerade eine Anhook Backrule gesehen. Alina kommt in unsere Richtung gefahren. So. Und? Jetzt hat sie Druck, da knallt die Böe in ihren Kite. Geil, endlich mal wieder was gegessen nach dem Frühstück. Noch einmal eine kleine Transition zwischendurch. Und der schmeckt nicht, als wenn er nicht durch wäre. Also das ist richtig. So, Alina jetzt. Komm. Fünfter Trickversuch hier im Finale. Oh, Anuk, oh, Espen. Hat sie schon in der Wertung. Also Crash. Ja. Habt ihr da drin? Ja. Also genullt oder nicht? Ja, also Crash, ne? Zählt als Crash, hat sie schon gestanden. Oh, ein bisschen muss ich probieren. Nee. So, Svenja. Etwas zu viel Druck. Ja. Sechster Trickversuch hier im Finale. Auch hier richtig, vorletzter. Ist es gewollt? Ah, unsafe. Der Typ? Ja, das ist der mit dem Boogie Loop Crash. Der war nice, oder? Ich hab mich das noch nie getraut. Ein Boogie Loop? Ja. Ich auch nur so auf 2 Metern mal. Das ist einfach eine Frontwheel-Kite-Loop. So, Svenja jetzt! Hackt sie aus, Backroll, Double Backroll! Brett verloren, Crash. Flagge geht hoch. Flagge geht hoch. Nina! Nina als nächstes von rechts mit dem 8er Core GTS. Größter Kite hier im Frauenfinale. Performt aber gut, ey. Hat Chancen. Also ich würde sagen, ich kenne die Scores gerade nicht, aber die macht hier ein grundsolides Ding. Nicht schlecht, Herr Specht. Kommt jetzt. Downwind. Attacke. Yeah, mit Sprung. Und yeah. Und schade. Alter, beinahe eine Unhook Triple Backroll. Oh, und sie lässt die Body da. Nice. Na, also leider Crash, aber Commitment war da und Bock auch. So wollen wir es sehen. Kaya Lehmann als nächstes. Hey, wieso fährst du eigentlich nicht mit? Alter, weil ich busy bin. Wie, Alter? Der Linus ist auch mitgefahren. Wer soll denn hier sonst an der Kamera? Hallo, performen? Loni ist jetzt Mutti. Hä? Ich kann keiner. Ich kann dich keiner, ne. Außerdem war ich dieses Jahr fast noch gar nicht fighten. Das ist hä? Du hast aber letztens... und alles gestanden. Genau, und so, du könntest auch sowas wie Darkslide machen und so. Na, aber Kaya kann Darkslide to blind. Hat sie aber noch nicht gemacht. Dann gibt ja auch ich keine Punkte. Darkslide to Backroll. Gibt aber alles kalt. Immer Rally Blind! Ah, Crash leider! Mit Kite-Loop fast.
Schade. Den hätten wir noch gern gesehen. Aber ein Versuch hat sie noch. Okay, Flagge ist um. Ein Versuch hat. Haben sie noch? So, letzter Trickversuch hier im Frauenfinale. Auf der Sonneninsel Fehmarn. Am Orterhafen. Direkt parallel zum Mole. Ablandiger Wind hier. Perfekte Flachwasserbedingungen. Ordentlich Wind, Sonne scheint, ganz schöne Crowd hier hinter mir auf der Mole, am Strand wollte ich gerade schon fast sagen. Und Alina ist dran mit ihrem vorletzten Trickversuch. Wir sind gespannt hier beim Ride of the Year Contest von den Children of the Sea. Kaya Lehmann tatsächlich vorletzte Woche noch bei der Children of the Sea Academy am Blauen Haus mit teilgenommen. Auch wieder ordentlich dazu gelernt, die Kiddies. Eine Woche Spaß, all-inclusive, Essen, Kiten, Coaching. Tommy hier vor der Linse. Tom Feldhusen, altes Urgestein in der deutschen Kite-Szene. Aber jetzt erstmal Alina Cornelli. Vom Teilnehmer zum Headjudge. Könnte ein Buch sein. So, jetzt. Da oben ist einfach, da vorne ist einfach voll der Kackwind. Da springst du immer, Johnny. Du springst immer ja, so, dass du hinter den Bäumen landest. Hinterberger von Alina wollte sie Trap machen, aber ein Versuch hat sie noch. Ja. Ramon macht seinen Job auch gut als Flaggenman. Schaut ihn euch an. Besser kann man eigentlich als Flaggenhalter nicht aussehen. Jo, letzter Trick. Jetzt, du fängst jetzt an. Und auf geht's. Jetzt noch einmal das Knie komplett in den Arsch treten. Ups. Ja, aber jetzt einmal ganz oder gar nicht. Letzte Runde. Mann oder Maus? Wenn nicht jetzt, wann dann, weißt du? Dann kann das Knie auch ganz durch sein. Oh, Alina. Anreißen ist... Oh, nein! Alina holgert hier voll. Ah, da hat sie alles unter Kontrolle. Die kann keinen. So, jetzt. Svenja, Druck im 7er Orbit. Machst du noch einen? Die hat Druck. Oh. Die hat irgendwie etwas gezögert. Oder dann wäre die auch gar nicht mehr so schlecht. Dann wäre die sogar. Zeitloop! Wenn die den machen würde, dann wären die richtig gut dabei. Das ist alles ganz schön spannend hier, ne? Boah, Timo da hinten, ey. Alter. Boah, ist der mit viel Speed runtergekommen, ey. Mein lieber Scholli. Wo ist denn Lauritz? Ist er da hinten am Body Dragon? Ja. Was hat der? Lauritz? Scheiße, hier jetzt. One Foot. Transition. Von Svenja hier mit. Letzter Trick. Und die anderen haben jetzt auch die letzten Trickversuche hier im Frauenfinale beim Ride of the Year 2021. Hat sie schon. Hat sie schon? Ja. Das ist hart. Wir sitzen hier auf der steinharten Steinmole vom Orterhafen. Na, was tun wir denn alles für die Rider? Aber am zwei Decken. Ja. Warm ist es wie sonst was. Sitzen hier in der prallsten Sonne ever. Schwitzen. So wie es sein muss. Grünes Licht. So, grünes Licht hier jetzt für Nina von rechts. Ich behalte natürlich den Überblick hier. Nina jetzt anhuckt. Backroad Toes halt. Control. Johnny, was sagst du dazu? Größter Fan von Nina heute. Gefällt mir. Gefällt ihm als Judge. Ist immer gut, einen Judge, wie sagt man, Sympathiepunkte bei einem Judge zu sammeln. Also, so ist es. Alina sucht Johnny eine Special mag den Style von Nina, fährt aber auch clean. War das Anno? Wie es soll. Schön viel Speed, schön clean die Tricks, alles safe. Nicht viel rumgezappel. Ach so. Sehr nice. So, jetzt Kaya Lehmann mit ihrem letzten Versuch. Kaya Lehmann aus Kopenhagen. Immer bei den Academies am Start, ordentlich am Üben. Signature. Oder geiler Trick ist auf jeden Fall ein Dark Slide to Blind, den sie auch recht safe hat, aber gibt natürlich nicht viele Punkte im Contest. Rayleigh Blind jetzt noch einmal. Nein, oh, es ist schwierig mit dem 7er. Es ist einfach schwer.
dreht sich da nochmal aus. Es ist schwer mit den Krankheits, weil man sie so schnell verreißt. Das gibt's gar nicht. Alinas Haare immer noch trocken. So, jetzt letzter Trick im Frauenfinale von Konelski, Alina Connelly. Fährt jetzt von links an, ordentlich Schwung sammelt sie. Wir sind gespannt, war jetzt viel unterwegs, ewig lang eigentlich die ganze Zeit. Immer überall unterwegs am Racen und Sachen machen, kiten. Cool auf jeden Fall. So, jetzt letzter Trick hier im Finale. Alina jetzt. Die fährt in die andere Richtung. Hat richtig Druck. Ich weiß nicht, ob die jetzt was macht, anhuckt. Will noch einen Heavy Send vollziehen. Einen letzten Send jetzt von Alina. Late Mope wäre geil. Ich hab dir die Süßigkeit nicht angedreht. Hinterburger rappt. Du bist ja schon. Könnte der Trick sein. Du sagst es, Johnny. So. Jetzt hackt sich aus mit ordentlich Druck da hinten. Espen. Oh, trapped. Oh, war alles gegeben. So, das war's. Letzter Trick hier beim Frauenfinale beim Ride of the Year Contest 2021.